Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem Zweitkanal mal wieder. Wir machen hier heute wieder ein Video. Leute, wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich glaube, wir sind einer von den 3000 Abos oder so auf dem Zweitkanal. Wäre auf jeden Fall süß, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wir haben heute wieder einiges geplant und einiges vor. Nämlich habe ich das hier vorbereitet. Wir haben so eine Art Base hier auf Astraeos, weil ich dachte, auf Astraeos machen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Action in nächster Zeit. Und ich habe hier ein Megatherium-Männchen mit 45 AP und ein Weibchen mit 47 Damage. Und die beiden werden wir jetzt verpaaren. Und das werden wir ganz schön oft machen. Ich habe das aber relativ hochgestellt, von daher dürfte das relativ fix gehen. Und wir machen hier eine Armee aus 18 Stück. Die haben schon einen Sattel drauf, nämlich einen 112er Sattel. Und dann holen wir uns noch ein Schweinchen und ein Jutti ran. Eigentlich gibt es die auf Astraeos anscheinend noch gar nicht. Ich habe noch nicht so viel auf der Map gespielt, habe das aber in die Kommentare geschrieben bekommen. Und deshalb wäre das eigentlich nicht ganz fair, die zu benutzen, weil die muss man rüber transferieren von The Center oder sowas. Aber ich werde die jetzt erstmal benutzen, weil ich gucken will, wie stark überhaupt die Megatherium sind. Vielleicht sind die auch übel Grütze und wir kriegen schon von Gamma richtig doll auf den Sack und dann lohnt sich das halt auch nicht weiterzumachen und die Schweinchen und so wegzulassen. Also, wir testen erstmal durch mit Schwein, mit Juti. Wenn es dann richtig gut laufen sollte, ohne Probleme, können wir den nächsten auch nochmal ohne machen oder so. Wir gucken einfach mal, wir testen ein bisschen durch. Auf jeden Fall, wir warten hier aufs erste Baby und dann gehen wir nachher zum Bosskampf. Alpha, wir kommen. Oh mein Gott, die ersten Babys sind da und guck mal, wie schnell die auswachsen. Holy shit, ey. Die werden so schnell groß und die sind so hässlich gerade. Aber ich habe Zwillinge einfach direkt beim ersten Wurf. Das ist natürlich sehr nice. Nur, wie kriege ich die Kollegen da jetzt raus? Ich würde die auch gerne imprinten. Na, der will spazieren gehen. So, der will nur cuddeln. Das ist einfach der Beste. Warum nur 20% Imprint? Irgendwie haben sich meine Settings umgestellt. Ich weiß nicht genau, warum. Ich sollte die mal schnell einpacken, weil sonst passieren hier doofe Dinge. Und ich habe auch keine Bälle dabei. Es wird schlimmer und schlimmer. Und hier und hier. Oh, der ist einfach absolut groß, ne? Ich brauche eine Nanny. Ich brauche ganz schnell eine Nanny. Okay, aber das Gute ist, wir haben zwei Weibchen bekommen. Die können wir einfach wieder dazustellen. Ist natürlich ein bisschen, also, eigentlich nicht so ganz in Ordnung. Aber wisst ihr was? Moral wird zur Seite geschoben. Hauptsache, die Armee geht voran. Und weiter geht's in der nächsten Runde. Wir haben unsere nächsten Babys, aber komplett in der Foundation. Hallo, komm raus. Okay, hab ihn. Und der andere, dem geht's auch gar nicht gut. Ich hoffe, dass die Nanny hier einen guten Job macht und die gleich ganz schnell füttert. Weil das sieht aus, als wenn die draufgehen. Und der hier hat ein anderes Baby gelegt. Ich glaube, das nehmen wir mal nicht mit. Mutation in Gewicht. Da freuen wir uns doch. Und R4er Mutation in Food. Wie geil. Oh, was ein Jackpot. Ich komme gar nicht hinterher, ey. Wie viele Babys hier rausplumpsen. Ach du Scheiße. Ich komme wirklich nicht hinterher. Ich habe jetzt schon einige verpasst, glaube ich. Ich glaube, die werden auch nicht mehr imprinted. Ach du Scheiße. Ach Mann, die waren schon groß. Och nö, du wirst imprinted, oder? Ja, ich glaube, du wirst imprinted. Ja, die beiden, die entsorgen wir vielleicht gleich. Muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier schon eine kleine Armee am Start. Ich habe mir hier diese Healboxen von RL Boxes hingestellt. Dass die ganze Zeit healen. Und guckt euch das an. Vor allem die Farben sind großartig. Die haben halt nur zwei Farbregionen und deshalb, wenn man eine Farbmutation bekommt, dann sieht das immer super wild aus direkt. Guckt euch diesen Clownsverein hier an. Alle Farben dabei einfach. Und ich mache einfach weiter. Brüte jetzt noch ein paar. Ich glaube, mir fehlen noch 9 Stück. Ist das richtig? Ist meine Mathematik richtig? Glaube ich, aber dann 9 stehen. Ich brauche noch 9. Und dann geht die Party ab auf jeden Fall. Und ihr müsst leider weg. Ohne Witz. Ich hoffe sehr, dass die Strategie aufgeht und die Arbeit nicht umsonst war. Ich hoffe, dass das alles klappen wird und die werden absolut dominieren, weil so viele Spinnen sind da auch wieder nicht, dass jeder was zu naschen bekommt. Also könnte schwierig werden. Und das hier müsste tatsächlich das letzte Baby sein. Und dann haben wir unsere Armee zusammen und dann geht's gleich rein in den Bosskampf. Ich bin tatsächlich echt ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, das könnte auch wieder komplett in die Hose gehen. Dass ich auch wieder ganz doof sterbe, das könnte da auch passieren. Oder halt, dass meine Megatherium komplett useless sind, durch das alles umsonst gemacht habe. Aber naja, so ist es halt. Einer muss es testen, ne? Und so sehen sie aus. Unsere Krieger. Okay, aus der Distanz sehen sie wirklich schrecklich aus. Aber wenn ich ein bisschen näher rangehe, dann laden die Gesichter auch ein. Und dann sind sie gar nicht mehr so hässlich, okay? Und damit geht's jetzt gleich los. Die muss ich nur nach unten bringen. Ich glaube, ich sterbe einfach. Einen Teleporter auf und port ihn nach unten. Da muss ich mein Wasser nochmal auffüllen und dann müssen wir noch einen Juti ranholen und dann können wir loslegen. Ich würde sagen, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir haben hier einen wunderschönen Kreis. Ey, schöner hätte ich den gar nicht hinstellen können, oder? Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ich dachte so für die Aufnahme. Nio, vielleicht im Kameramodus hier langfahren. Oh mein Gott, das wäre ein Träumchen. Oh mein Gott, habt ihr was Schöneres gesehen? Okay, die haben alle keine Augen, aber sonst... Erstmal natürlich Gamma. Erstmal gucken, wie es läuft. Ist der Kreis groß genug? Der ist groß genug. Sollten alle mitkommen. Okay, die stehen schon so ganz knapp an der Kante. Aber das haut schon hin. So, da sind wir. Und ich würde sagen, wo ist mein Schweinchen? Hier ist mein Schweinchen. Aber vorher müssen wir nochmal den hier auf automatisches Brüllen setzen. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Und dann nehmen wir alle mit auf Follow.
und schauen, was passiert einfach, würde ich sagen. Ich würde gerne nicht gestunt werden. Ich glaube, dass wir so eben neutral. Ich habe die noch nicht mal neutral gerüstet. Perfekt. Und da, ihr könnt auch schon angreifen, wenn ihr wollt. Habt ihr Bock? Go, 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 go. Attacke, Attacke. Okay, ich habe irgendwie falsch gerüstet. Egal, ihr wisst, was ich meine. Okay, die haben... Oh, der eine hat eine Spinne gegessen. 1600 Damage habe ich gerade gesehen. Okay, ja, ja. Ist Spinnen. Spinnen sind gut. Lasst sie euch schmecken. Und jetzt aber auch auf den Boss. Den Boss dürft ihr auch gerne hauen. Mit dem Boost am besten. Kann das sein, dass sie echt nicht so den Damage machen? Oh, no. Ah, da kommen neue Spinnen. Ey, Megatiere, um sind es, glaube ich, nicht, Leute. Ich würde nichts sagen, aber mit deinem Suche war ich schon dreimal fertig. Die spawnen relativ häufig Spinnen halt. Das ist schon ganz gut. Aber das macht ja... Wir machen der zu wenig Schaden. Viel zu wenig Schaden. Oh, nö. Und jetzt bin ich auch noch gestunt, ey. Oh. Ey, ich greife halt auch alles an, außer den Boss irgendwie gefühlt. Ey, Scheiße, du machst hier. Du machst hier keinen Unsinn. Nö, nö, nö. Den würde ich gerne angreifen. Hallo. Ich habe das Gefühl, die greifen den Boss einfach nicht an. Und der heilt sich halt unnormal viel. Also meine haben noch nicht viel Damage bekommen oder so. Aber das ist halt Gamma. Ich will nichts sagen, Leute. Die kriegen die gar nicht down. Die heilt sich mehr. Ey, Schwein, hör auf. Immer wenn ich gestunt werde, ey. Die heilt sich voll. Die heilt sich mittendrin voll. Das ist so krass. Medusa ist OP. Und das ist mit Yuti und Schweinchen. Okay, mein Yuti brüllt halt irgendwie nicht richtig. Aber, naja, okay. Tschüss, Schwein. Tschüss, warte. Machen wir hier passive Heilung, so. Wir setzen uns mal auf Yuti und brüllen mal selber vielleicht. Ja, darf ich mal hier raus? Ich dachte ernsthaft, Megatherium ist ein richtig guter Call. Ohne Witz. Ich dachte, wo bringst du mich hin? Nein. Ich dachte, das wäre ein richtig, richtig guter Call. Aber die sind ja ultra kacke. Weil ich glaube, es kriegen nur so 2-3 Stück, kriegen halt diesen Spinnenbuff. Und der Rest halt nicht. Und das haut halt einfach nicht rein. Also seitdem ich auf Yuti sitze, ist es besser geworden. Aber es ist immer noch nicht krass. Also Beta schaffen wir schon gar nicht. Also hundertprozentig nicht. Guckt euch das an. Also ein paar machen jetzt ganz gut Damage, weil die halt ein paar Spinnen drin haben. Deshalb jetzt gerade geht es echt klar. Da ist einer mit 2400, der knallt gut rein. Aber die Dinosuchus haben so viel mehr Damage gemacht. Die haben das an Damage gemacht, ohne irgendeinen Buff oder so. Und das halt dauerhaft. Und dazu noch diesen ultra starken Biss gehabt. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Nee, das haut vor. Ah, der hat sich wieder so viel gehealt. Ach, Mann, ich dachte, wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Aber der Kampf geht schon ewig. Ich schneide das halt alles weg. Aber Junge, Junge. Ich hätte nicht. Mein Schweinchen ist tot. Und nein, nicht mein Schweinchen. Ah, es ist halt also wirklich. Das war ja ein kompletter Reinfall. Damit habe ich nie gerechnet, Leute. So, zack, wir haben es geschafft. Also, Leben geht sogar noch so halbwegs. Aber ich würde das niemandem empfehlen. Ganz bestimmt nicht. Also, Dinosuchus, 1000-mal besser. Die haben gefühlt 2-mal draufgebissen, da war die weg. Oh Mann. Jemand musste es testen, hä? Also ich sage euch eins, das war nicht der Weg. Wir werden weiter testen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was eine gute Möglichkeit ist, gegen die anzutreten. Ich habe keinen Plan. Aber das war wild. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder hier auf dem Zweitkanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.